Hallo. Tschüss. Mach's gut. Den werde ich nicht vermissen. So, mal einsacken, was es hier einzusacken gibt. Kiste in Ruhe lassen. Wo ist eigentlich Susano abgeblieben? Da fliegt ein Falke oder Adler oder sowas in der Richtung herum. Hey, wir sind oben an der großen Windmühle angekommen. Das ist aber eine große Windmühle. Ich habe sie unten vom Dorf aus gesehen, aber ich hatte keine Ahnung, dass sie so groß ist. Hey, was ist das? Es wirbelt vor der großen Windmühle herum. Es sieht aber beinahe aus wie Wind, aber es ist schwarz. Und dunkel drohend. Es ist, als ob der Wind in die entgegengesetzte Richtung gelenkt würde. Ich frage mich, ob diese wirbelnde böse Luft die Windmühle angehalten hat. Vielleicht hat darum der göttliche Wind aufgehört zu blasen. Wenn es so ist, dann muss es das Werk von Rothelm sein. Ich frage mich, wie wir diese böse Luft loswerden können. Hey Ami, ich weiß, du versuchst mit deinem göttlichen Pinsel zu helfen, aber wir kommen nicht weiter, wenn du dich aufhörst und einen Moment nachdenkst. Sieht diese wirbelnde Luft des Bösen nicht verdächtig aus? Vielleicht wird etwas passieren, wenn ihre Richtung ja, okay. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass wir in die entgegengesetzte Richtung drehen müssen. Siehste? Ich wusste, dass dadurch der göttliche Wind zurückkommen würde. Oh Mann, du weißt doch, wie es geht. Mach es einfach genau wie vorher. Male einfach auf die wirbelnde Luft des Bösen in die andere Richtung. Ja, das will ich auch. Ja, ist gut, ihr Sohn. Ich muss nur gucken, wie sie sich dreht. Also doch von außen nach innen. Okay, noch einer. Wir werden den Rest von dieser Luft des Bösen verschwinden lassen. Und sieht auch so aus. Ja. Geschafft. Jetzt, wo der göttliche Wind wieder da ist, da wette ich, dass die große Windmühle uns gleich umbringen wird. Ja, ja, ja. Wow, wie sich Amaterasu freut, dass der Wind wieder weht. Sie beginnt sich zu drehen. Sieh nur wieder, wie stark der göttliche Wind weht. Sicherlich wird er das Böse aus dem Dorf Kusa vertreiben. Was ist das? War ja klar, dass jetzt hier wieder ein Sternenbild kommt, weil wir wollen ja die Windtechnik haben. Okay, es fehlen wieder drei. Eins, zwei, drei. Das sieht diesmal aus wie ein Pferd. Ein Pferd mit einem Fächer auf dem Rücken, was klar sein sollte. Amaterasu ist schneller. Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unserer Mutter. Schon zu lange wanderte ich, Kasegami, Gott des Windes, auf verdunkelten Pfaden. Aber jetzt scheint das Licht wieder auf mich. Nutze meine Macht, den Wind zu manipulieren. Vernichte jene, die die Welt in Finsternis verhüllen wollen.
Ich wette, es war der göttliche Wind, der den Gott des Windes zurückgebracht hat. Jetzt kannst du Pinseltechnik Sturmwind einsetzen. Mal einfach das Zeichen von Kasegami, um Wind zu erschaffen. Probier es aus. Hey, dieses Windrad sieht aus wie ein gutes Ziel. Male das Zeichen des Windes, wie du es bei der wirbelnden Luft des Bösen gemacht hast. Versuch die Flügel des Windrads richtig drehen zu lassen. Also, so. Siehe, der Wind bläst, aber du hast ihn in die falsche Richtung gemalt, Fake-Knäuel. Dein Windzeichen war sehr gut, aber male sie in Richtung der Windmühle. Also so rum. Bist du sicher, dass du alles richtig gemacht hast? Es sollte genauso aussehen wie diese wirbelnde Luft des Bösen. Du hörst dich doch an diese Form des wirbelnden Luft des Bösen. Schließ einfach deine Augen und versuche dich daran zu erinnern, wie sie aussah. Hat's geklappt? Weißt du jetzt, wie die Form aussieht, die du zeichnen sollst? Hab ich doch gerade gemacht. Ja. Die sind aber auch pingelig. Ah, was für ein erfrischender Wind. Und diese Tür hat sich geöffnet, als die Flügel der kleinen Windmühle sich zu drehen begann. Dieser Wind ist nicht zu verachten. Du solltest die Pinseltechnik an verschiedenen Dingen ausprobieren. Aber es ist keine Zeit, um es auf den Lorbeeren auszuholen. Die große Windmühle schickt den göttlichen Wind runter in das Dorf. Weil dieser rote Laut immer noch irgendwo im Wind schreien. Und dieser Lindwurmkristall, den Wacker erwähnte, hat mein Interesse geweckt. Lass uns diesen Ort auf den Kopf stellen, bis wir ihn gefunden haben. Ja, gut. Haha. Was ist das? Ein Fragment der Sonne. Sammle 3 leuchtende Fragmente, um Solarenergie um 1 zu erweitern. 3 Sonnenfragmente gesammelt für eine Einheit Solarenergie. Ist jetzt die Solarenergie auch teurer geworden eigentlich? Gucken wir mal kurz hier. Nö, bis jetzt eigentlich nicht. Gut. Das heißt, wir können jetzt auch mit Wind Sachen auspusten. Was recht cool ist. Weil so können wir die Truhe da zum Beispiel mal löschen. Warte einen Moment, die Schatzkiste. Ich wette, dass du das Feuer jetzt auch ohne Wasser löschen kannst. Ja. Erhalten Karte Windschrein. Karte, welche die Umgebung zeigt. Also ja, es ist wirklich ein bisschen wie in Legend of Zelda gehalten, was aber jetzt nicht unbedingt als negativ zu erachten ist. Wow. Ich wollte keinen Abflug nach unten machen. Jedenfalls nicht so weit. Bring mich noch mal ins Hörspot hier. So. Eine verstreute Perle erhalten. Sehr gut. Ich frage mich aber wirklich ernsthaft, es sah nämlich so aus, als ob es noch mehr Türen geben würde. Man war wahrscheinlich nur Einbildung. Ja, da lang möchte ich. Danke. So, dann können wir den Spielstand gerade mal überschreiben. Sicher ist sicher. Ja, ich kann hier die Windmühlen anwerfen. Wahrscheinlich dreht sich dadurch dann das Teil hier.
wenn ich beide angeschmissen habe, aber mich interessiert gerade erst einmal ganz kurz. Also ja, da hinten ist der Bossraum, das ist klar. Sonst würde da nicht noch ein Spiegel davor stehen. Nicht so wirklich. Das war eine Seerose. Das war auch eine Seerose. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich an die Dinger da kommen soll. Na gut, dann erst einmal die Windmühlen drehen. Oh, ich hab's. Du hast die richtige Idee, Ami, aber ich denke, du lässt den Wind in die falsche Richtung wehen. Du musst den Wind in Richtung der Windmühle wehen lassen. Will der mich veralbern? Muss ich jetzt dieses Mal so rumdrehen? Na komm. Ja, auch rumzuhalten, Fake Girl. Du musst den Wind in Richtung der Windmühle drehen lassen. Kapiert? Dann versuche ich es mal erstmal mit der Windmühle hier. Weil eigentlich sieht es ja so aus. Es ist komisch, dass das nicht immer klappt. Doing. Achso, die andere ist zum in die andere Richtung drehen. Okay, verstanden. Pinseltipps. Schriftrolle enthält sich Informationen. Logbuch. Journal. Besiege Rothelm. Ja. Auf jeden Fall sind nur alles Atomikkugeln der Macht wieder hier. Jetzt kann ich die Sperre von Rothelm durchbrechen. Ich muss zum Schrein. Ja. Reiseführer, Pinseltipps. Haben wir irgendeine Seite übersehen? Nein, wie viel haben wir denn noch? Viel zu viele. Das Spiel ist länger, als ich gedacht habe. Pinseltipps. Ich werde dir einige Pinseltipps vorstellen. Der Pinsel wird von göttlicher Hand geführt. Achte auf den heiligen Rauch, der unter dem Pinsel erscheint. Die verschiedenen Farben zeigen das relevante Element an. Der Pinsel wird automatisch zu diesem Punkt gezogen. Heiliger Rauch gibt dir wichtige Hinweise. Du kannst dickere Linien mit der Tasse ziehen. Das ist nützlich, wenn man große Gebiete ausmalen möchte. Aber das ist noch nicht alles. Die Größe des Gemahnten beeinflusst deren Auswirkung. Zum Beispiel erscheinen kleinere Kirschbomben weiter weg und größere erscheinen näher. Die Ansicht von oben hilft dir, Dinge richtig zu platzieren. Durch die Technik Sturmwind wird durch die Größe beeinflusst. Aber die Größe beeinflusst nicht den Tintenverbrauch. Der richtige Einsatz der göttlichen Pinseltechniken basierend auf den jeweiligen Umständen zeichnet den wahren Meister aus. Und Bestiarium. Was haben wir hier? Chimäre. Das soll eine Chimäre sein? Tarnt sich als Kalb, um den Betrachter zu täuschen. Diese Kreatur besteht aus den Teilen vieler verschiedener Kreaturen. Man sagt, es wurde durch das Böse geschaffen, indem ein gewöhnliches Kalb verwandelt wurde. Es kann keinen Schaden nehmen, solange es in der Form des Kalbes ist. Eine Legende besagt, dass wiederholte Treffer die Farbe austrocknen lassen. Das ist alles, was du noch tun musst. Es in zwei Hälften schneiden und zu sehen, wie es verschwindet. Und hier haben wir wahrscheinlich noch einen Hund, oder? Chu steht für Loyalität. Das eigene Leben für das Wohlsein des Herrn zu geben. Sich mit aller Kraft auf das Tier zu konzentrieren. Ja, und Perlen fehlen uns immer noch sehr, sehr viele. Okay.
Das ist aber schnell wieder entfacht. So, ein Lackwaren-Set. Das kennen wir ja bereits. Wow, hey, guck dir diese großen Schriftrollen an. Sieht aus, als würde sie den Wind genießen, den du wieder erweckt hast. Aber sei vorsichtig, sie wird uns davon wehen, wenn er noch stärker wird. Ja, erstmal darüber, bitte. Ein Stahlseelensake. Er wird zeitweise Verteidigung, ist okay. Na komm. Okay, dicker Zeichnen hilft auch nichts. Warum hört sich das eigentlich an, als ob es hier Schritte geben würde? Hallo, ich würde gern Wind machen. Ein Tintenstein. Unbegrenzte Reserve, zeitweise unbegrenzte Tinte. Ja, den bräuchten wir für einen Bossfight ganz gerne. Das war die falsche Richtung. Das war immer noch die falsche Richtung. Dann pusten wir einfach mal in die Richtung. Der pustet jetzt in die Richtung. Der pustet auch in die Richtung, hä? Und es ist meine Tinte aufgebraucht. Jetzt muss ich erst warten, bis wieder alles nach... gefüllt ist. Mal einen großen Wind. Nein, der klappt immer noch nicht. Hä? Ah, Mist. So, erstmal das hier rausholen. Eine Perle. So, da warten wir mal, bis nachgeladen ist. Bloink. So, beam ich mal hoch, Scott, hier. Das hier ist jetzt echt nicht so einfach, wie es aussieht. Das ist echt nicht so einfach, wie es aussieht. So.
So klappt das besser. Ein Holzbär. Aus Holzgeschnitt sieht doch beeindruckend wie das Original. Jo, und dann wiederholen wir den ganzen Spaß. Hehe. Exorzismus S. Papier mit heiligen Formen verursacht geringen Schaden. Jo. So, überspeichern wir das Ganze nochmal.